Also da vorne ist jemand, aber ich höre ja, glaube ich, wenn er ankommt. Jetzt können wir den mal hoffentlich unterhitten. Na, komm schon, komm schon. Oh, er ist da! Oh! Guten Tag und willkommen zu einer weiteren Episode eingeschnitten Minecraft UHC auf epicq.eu oder so. Wir sind wieder am Start mit UHC Run. Es kam schon länger nicht mehr, tut mir voll leid, aber ich werde mich bessern, dass ich mehr Runden hinbekomme. Aber das Problem ist eben, ich würde ganz gerne, wenn ich was aufnehme, so 2-3 Runden am Stück machen. Ist immer so sehr, sehr viel, ja, vorher überlegen, welche Kommentare ich dran nehme, Kommentare raussuchen, dann eben eine Stunde bis zwei aufnehmen wollen. Für 3 Runden brauche ich so ungefähr 1,5 Stunden, weil ich die Runden ja so nehme, wie sie passieren. Ungeschnitten heißt hier ungeschnitten, weil ich die Runden so nehme, wie sie passieren und nicht, weil ich ungeschnitten das Ganze hochlade. Im Prinzip. Und da kommen wir zum ersten Kommentar, zum Top-Kommentar der letzten Woche. Nee, der letzten Folge. Und zwar von Fun With Me. Lass es ungeschnitten, dann kannst du mehr erzählen. Finde ich sehr gut. Ich für mich möchte aber ganz gerne versuchen, so ein ganz, ganz bisschen rauszunehmen. Jetzt nicht viel oder so, aber vielleicht mal so das ein oder andere Minütchen, wenn ich eh nur farme und gerade eh dann so nicht weiß, was ich labern soll oder wir keine Fragen mehr haben, dann kann ich sehr gerne mal so ein bisschen rausschneiden. Also nicht deswegen traurig sein, es ist auf jeden Fall 20 Minuten plus, auf jeden Fall. Aber halt vielleicht mal ein Minütchen weg oder so. Das müsst ihr mir verzeihen, aber ich muss auch eben gucken, dass ich so ein bisschen, wenn mir nichts mehr einfällt, dann auch vielleicht irgendwie das mir zurechtschnibbel, so wie ich eben haben will. Ne, wir bauen gerade so ein bisschen ab. Ihr seht es ja schon gerade hier und wir gucken einfach, dass wir irgendwie klarkommen und dass wir Sachen haben. Wir haben schon 11 Äpfel. Wir haben dann noch mehr Äpfel, 13 Äpfel haben wir schon, ey. Und müssen jetzt mal auf Zuckerrohr. Da haben wir schon. Da haben wir auch schon Sand. Nehmen wir natürlich mit, damit wir schon mal gleich Braustände haben. Und zwar nehme ich 2 Sand mit. Heißt für uns 2 Flaschen. Also 3 Flaschen plus ich sind 4 Flaschen. Und hier merkt ihr schon, warum ich mich mit Flaschen meine, weil, Alter, weil ich es nicht hinbekomme hier. Ich bin zu inkompetent dafür. Aber so kennt ihr mich, Leute, so bin ich ja nicht. Aber ich habe einen so schönen Kommentar bekommen, ja, und zwar von Moritz Woldorf. Er meinte, du bist voll gut. Ich danke dir, Moritz, danke schön für deine schönen Worte. Ich muss sagen, es ist eine Seltenheit geworden. Ohne Witz, es ist echt eine Seltenheit geworden. Es sollte mir schreiben, Dom, du bist gut. Sondern wenn, dann schreibt man, Dom, du bist Pfeife. Oder nee, Typ, du bist scheiße oder Hurensohn, du bist scheiße. Aber nie irgendwie, du bist gut, weil das ist ja selbstverständlich so. Ich meine, wenn jemand irgendwie gut aussieht, sagt man ihm ja auch nicht, dass er gut aussieht. Doch eigentlich schon, oder? Weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall, ja, bekomme ich selten zu hören, dass ich ganz gut bin, obwohl ich persönlich denke, dass ich eigentlich für alles immer eine Lösung habe. Also ich komme bei UAC mittlerweile wieder sehr viel besser klar. Ich muss halt auch sagen, anfangs von UAC, als ich angefangen habe, das war so vor Varo oder bei Varo, fand ich mich richtig schlecht. Da habe ich echt die Kämpfe meistens verloren und mittlerweile komme ich bei Ungeschnitten wirklich immer bis ins Finale, also bis zu den letzten beiden Leuten irgendwie und gewinne auch voll viele Runden. Und ich muss sagen, ich belüge euch nicht, ich bin kein Leo Mascher oder so, ich bin auch kein Apo Red, nein, ich bin Dom Yellow und habe einen richtig krassen Yellow in der Nase, Alter. Nee, ich sag zu euch, ich nehme die Runden so, wie sie passieren. Also die Runde nehme ich gerade First Try auf. Wenn die Runde kacke wird, zeige ich die euch. Das ist das Besondere an ungeschnitten, liebe Leute. Deswegen, ich hole erstmal kurz Eisen, bevor ich Dingens hole, ja? Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und dann machen wir das schon mal hier, damit wir dann schon mal eine Spitzhacke haben. Dann haben wir schon Diamanten und dann geht's weiter. Ja. Und die nächste Frage kommt auch noch von Devos Tifu. Und zwar, erstmal müssen wir craften, sonst kann ich mich nicht konzentrieren. Aber ich habe mir den Namen schon mal gemerkt. Der ist nämlich ganz leicht. Devos Tifu. Also wir machen kurz nochmal Hose und Dingens, dann passt das soweit. Gut. Und zwar war die Frage, fragt Dom, auf welches Video von dir bist du am meisten stolz? Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Und ich muss sagen, ich weiß es gar nicht genau, auf was ich so am stolzesten bin. Nicht auf mein Deutsch auf jeden Fall. Aber worauf bin ich denn stolz? Ich persönlich kann sagen, ich bin entweder auf meine damaligen Montagen bin ich stolz oder auf Minecraft The Hidden. Das war so ein Roleplay-Projekt von mir. Oder aber ich bin sehr stolz auf die
Folgen, wo ich andere YouTube-Kanäle runtergemacht habe. Und zwar, wenn die mir einen schlechten Kommentar geschrieben haben, habe ich die eben so ein bisschen runtergemacht, indem ich mir deren Kanal angesehen habe. War ein sehr schönes Format, mache ich nicht allzu häufig, weil das muss ich eben anbieten. Aber das war so eine Sache, die war cool. Und ich werde euch mal die Playlist von diesen Folgen am Ende irgendwie hinpacken in der Endcard und dann könnt ihr die nochmal gerne nach der Folge ansehen, wenn ihr Bock habt. War ein sehr schönes Format, hat mir sehr großen Spaß gemacht. Da ist ein Creeper, der macht mir auch Spaß, Alter. Du Spaß-T-Typ, ey. Du bist wie die neue GTX 1080 und zwar ein Spaß-TI, Alter. So, ich mag die neue Grafikkarte, die hole ich mir vielleicht, eventuell. Nächste Frage kam von Monsieur Kev Karagrangli. Und zwar fragt Dom, wie lange sitzt du an elektronischen Geräten, Computer und so weiter und könntest du dir ein Leben ohne diese Sachen vorstellen? Ich lebe den ganzen Tag irgendwie am Computer und am Handy. Einfach, weil das so zum Teil auch mein Beruf ist. Ich meine, ich streame halt 20 Stunden die Woche. Irgendwie, ich nehme voll viel auf, ich mach dies und das und bin abends immer im CS und ich hab sehr, sehr viel. Ich gönne mir aber auch ganz gerne mal so ein Wochenende, wo ich mal einfach wegfahre oder einfach mal. Ich schätze die Wochenenden, wo man mal Abstand gewinnt von so Sachen sehr. Hier ist, hier ist Lava vor allem auch, aber das reicht erstmal so. Hallo, Liebe, ich will nur kurz das abbauen. Geht das? Darf ich kurz abbauen? Mehr will ich auch gar nicht. Ich will nur kurz abbauen und das reicht mir dann auch schon. Da der andere noch hier. Aua, lass mich doch. Oh Gott, wir haben nur noch sehr wenig Herzen. Wir haben mal kurz hier einen Apfel, den wir uns mal reinpfeifen werden und holen dann nochmal davon eben, ey. Gut, wir haben die beiden Lohnstellen. Wir haben extrem viele XP-Flaschen. Schlag brauchen wir eher nicht so. Ist ein Schlag in die Fresse, Alter, die Kiste, Alter. Voll scheiße, ey. Naja, auf jeden Fall bin ich sehr, sehr lange unterwegs am Rechner und an. Lass reden! Am Rechner und so ist ziemlich kacke. Wo kam ich her? Nicht von da. Carmen, wo kam ich her? Carmen, sag mir das doch mal. Ich glaube, ach, da oben habe ich mir extra so ein paar. Ich mache immer beim Eingang immer so Holzpimmel hin, damit ich weiß, aha, da muss der Daumen hinlaufen, wenn er fertig ist. Weil ich kann mir das nicht merken, weil ich dann zu sehr fixiert bin auf den Lohn. Weil sie ist so krass lohnen, Alter. Aus der nächste Reim, lohnen sich. Oh, super, genau wie Lidl. Weiterer Kommentar von Outlaw Empire. Ein sehr schöner Kommentar. Und zwar, Angelspieler kritisieren, weil du selbst einfach zu schlecht dafür bist. Sorry, aber du bist einfach nur peinlich. Lieber Outplay Empire, hast du mich schon mal spielen sehen mit einer Angel? Kannst du das beurteilen? Ich glaube nämlich nicht. Ich habe seit gefühlten ein, zwei Jahren, seit Gomme SG, nicht mehr mit der Angel gespielt. Warum zum Teufel denkst du, ich würde mit der Angel scheiße umgehen können? Sag mir bitte mal deine Argumentation. Warum zum Teufel denkst du das denn? Hast du mich spielen sehen mit der Angel? Nein, ich war ein sehr guter Angelspieler. Ich war immer stolz auf meine Angelfähigkeiten. Ich meine, ich mache mit dem Bogen ja genau dasselbe mit der Angel. Und zwar komboe ich mit meinem Bogen halt immer und nicht mit der Angel, weil ich es ein bisschen cooler finde. Die richtigen Pros spielen natürlich mit Bogen und machen da die Combo. Nein, aber ich finde mich mit der Angel nicht schlecht, aber ich möchte es einfach nicht mehr. Und ich weiß, jedes Mal bei UAC Run, auch heute bestimmt wieder, rege ich mich auf über die Angelspieler, weil die einfach alle immer so penetrant einen angeln wollen, bevor die einen hitten wollen. Ist ja auch vollkommen legitim, aber mich nervt es einfach nur. Und eigentlich müsste ich das auch machen, weil es machen halt alle, aber ich mache das nicht. Und ich sage euch, man kann auch ohne Angelrunden super leicht gewinnen. Ich gebe heute mein Bestes, um die Runde zu gewinnen. Wenn ich die Runde heute gewinne, will ich einen Daumen nach oben sehen von euch, okay? So, wer es sicherlich noch nicht schon getan habt. Von allen einen Daumen nach oben, wenn ich die Runde gewinne heute. Gut, aber so viel zu dem Thema. Ich finde es einfach lächerlich, diese Aussage von dir, lieber Outlaw Empire, das so zu sagen, weil ich meine, ey, du hast mich nicht spielen sehen. Ich spiele nicht mit der Angel. Das ist wirklich schon Jahre her und deswegen, pst, sei einfach leise und geh zu deiner Mama oder so. Gut, dann gab es noch eine sehr, sehr tolle Frage, die ich noch bekommen habe. Und zwar, oh Gott, ja, ich will, nee, warte mal kurz, da sind ganz viele Skelette und die sind nicht so geil. Gut, und zwar von Poktao, das ist ja doch ein Zombie. Hallo Zombie,
von Poktana war die Frage, und zwar, welche Fähigkeiten würdest du oder welche Fähigkeit würdest du am liebsten besitzen? Gedanken lesen, erkennen, wann Menschen lügen oder wann nicht? Oder, wartet kurz, ich mach kurz ein paar neue, ich bin nicht multitaskingfähig, das ist aber auch normal. Oder, Dinge bewegen, ohne zu berühren. Also ganz ehrlich, merken, wann Menschen lügen, will ich nicht haben. Dann bin ich den ganzen Tag traurig, ey, weil jeder Mensch irgendwie in, jeder Mensch lügt. Jeder verdammte Mensch lügt und ich will nicht wissen, wann ich immer angelogen werde. Weil das ist einfach zu krass, glaube ich. Ich glaube, Telekinese wäre ganz toll. Also meine Lieblingsfähigkeit sollte eigentlich sein, die Zeit anhalten. Das finde ich super. Es ist super. Dann kannst du alles klauen und kannst, ja. Nein, also ich erzähle mal was von meiner früheren Kindheit, ja. Als ich noch ein pubertierender Junge war, also gestern, habe ich mir immer vorgestellt, wie geil es denn wäre, wenn man die Zeit anhalten könnte und dann einfach in die Umkleidekabine von Mädchen gehen könnte und so. Ich war jung, Leute. Ich war sehr jung. Ich war vielleicht 25. Nein, es war echt damals, habe ich mir das immer überlegt, als ich ganz, ganz klein war. Also, als ich schon für Frauen Interesse hatte. So mit 12, 13. Und da habe ich mir gedacht, so, ey, wäre doch voll geil. Das ist doch eine geile Fähigkeit. Zeit anhalten ist doch bestimmt super. Hätte ich voll Bock drauf. Ist eine gute Sache. Ja, okay, gut. Letzte Frage oder nächste Frage von Kai Büngen. Und zwar, wie gehst du mit Stress um? Ich bin nicht so ein Typ, der viel Stress hat. Ich habe schon sehr viel Stress, aber ich gehe mit dem Stress immer ganz... Also, wenn man selbstständig ist und so, dann kann man sich alles immer so legen, wie man will. Ich habe also nicht diesen Stress, den ein normaler Arbeiter hat oder so. Deswegen ist es immer so ein bisschen, für mich ganz angenehm meistens irgendwie. Also, irgendwie angenehm. Ja, also ich mache mir nicht so viel Stress eigentlich. Das ist ganz okay. Ich mache mir nicht Stress. Wir müssen noch ganz dringend Dingens finden. Aber wenn ich Stress habe, dann, brauche ich danach auf jeden Fall eine Auszeit. Das ist ganz, ganz klar. Die brauche ich eben. Wir brauchen auch noch Redstone, brauchen wir auch noch ganz dringend. Und weitere Diamanten brauchen wir auch noch ganz dringend. Ansonsten, da, frische Diamanten. Hallo Diamanten, schön, dass ihr da seid. Freut mich sehr. Und da ist Ende. Wir müssen nochmal den Weg gleich zurück verfolgen, so ein bisschen, damit ich weiß, genau, da sind noch mehr Diamanten. Mich aber genau weiß, wo wir lang gehen müssen. Ich habe nur keine Ahnung gerade irgendwie. Ach, guck mal, da geht's noch runter. Ja, super. Will ich da runter? Ich glaube nicht so zwingend. Aber, da ist auch schon wieder nach oben. Das ist auch wieder doof. Wir müssen da nach unten eigentlich. Wir müssen dahin, glaube ich. Ich muss da Diamanten suchen. Das auf jeden Fall. Hallo Hühnchen. Na du? Fliegst du mit mir runter gerade? Ey, ich finde einfach keine Diamanten. Das ist so, ohne Witz, das ist richtig kacke irgendwie. Kann ich mich da runterdroppen? Da sind doch welche gewesen, ne? Da gehen wir mal hin zu denen. Und ich glaube, ich habe das Material gerade ein bisschen geschnitten, weil ich der Meinung war, ich bin halt nur oben rumgelaufen gerade. Hatte auch keinen Bock mehr. Wisst ihr, wenn ich an der Oberfläche rumlaufe und eine Höhle suche, dann will ich das euch nicht mit zeigen. Ich habe auch gerade wieder ein Problem, weil jetzt schon wieder Ende ist, oder? Ich habe keine Diamanten gefunden, außer die ich gerade gezeigt habe. Also glaube ich, dass ich die gar... Ich muss mal gucken, wie ich zusammenschneiden werde. Aber das meine ich eben mit Schneiden. Also nicht viel. Ich habe mir das nur sogar zurechtgemacht, dass ich diesen Part da von 2 Minuten rausschneiden konnte. Ich hoffe, das passt so, während ich hier wieder... Boah, immer wenn ich aufnehme und zu wenig schlucke, atme ich zu viel und dann bekomme ich so ein Aufstoßen. Es ist ganz komisch. Egal, hört einfach weg. Ich bin auch nur ein Mensch, Leute. Auch YouTuber, die gut aussehen, sind auch nur Menschen und die geilen PvP-Skill haben. Da können wir nochmal runtergehen. Da ist nochmal eine... Ah ja, super. Aber ey, Leute, ich brauche noch ganz dringend Diamanten. Wir haben Redstone! Endlich mal! Nanu, Redstone, freut mich sehr, dass du da bist. Das ist doch super. Aber ich, da, ein Dia, super. Einer nur. Ey, super. Finde ich gut. Und da ist wieder Neta, da will ich nicht hin, da ist irgendwie, ich habe echt ein Problem, wir haben noch 3 Minuten Zeit und ich habe noch nicht mal, ich wäre nicht mal full Prot 1 gerade in diesem Zeitpunkt, Moment, glaube ich. Wir müssen nochmal darüber, da kommen wir aber auch ganz easy peasy, Lemon Squeezy rüber. Gold habe ich aber genug.
Daran mangelt es mir überhaupt nicht. Wir haben natürlich schon ein Schwert mit Schärfe 3, Alter. Aber Schärfe 4 muss auch noch drin sein, meiner Meinung nach. Ist Schärfe 4 schon recht wichtig und ja. Ihr habt auch gesagt, ich soll Lapis Lazuli mitnehmen, wegen Level, habe ich in den Kommentaren gelesen. Ja, finde ich auch, aber ich habe gerade 100 Bottles, die muss ich nicht mehr mitnehmen gerade, die Lapis Lazuli-Dinger. So, da oben ist noch Gold, was auch sonst. Bin ich zu hoch? Hallo, Gold, da unten ist es Gold, okay, super. Dann müssen wir nochmal kurz dahin gehen. Da haben wir noch Gold, 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 Gold. Und wir haben wenig Zeit und wenig Diamanten. Wir machen mal kurz hier ein kleines Lager auf, ja? So, hier, Karl. Karl Lager. Feld. Wir machen Höschen so und so, Köpfchen haben wir auch, Schuhe brauchen wir noch. Heißt, wir können schon mal enchanten und können mal zu Ende brauen die 8 Minuten Tränke. Und zwar 1, 2, 3 und Redstone rein. Und dann machen wir Zaubertischli hin und haben nur 7, hätten wir ein bisschen mehr mitnehmen können, glaube ich. Schusssicherheit brauchen wir erstmal nicht. Machen wir, obwohl, hätten wir schon machen. Ja, machen wir drauf, ist okay. Dann haben wir Schutzsicherheit, das ist Schutzsicherheit. Schusssicherheit und Schutzsicherheit. Das ist super. Und das war's dann schon. Wir können mal kurz die Sachen hier wegwerfen. Können die Knöchelis auch noch wegwerfen. Level geben wir uns noch mal kurz, 9 Stück. Und Tränke sind fertig. Können wir da stehen lassen, das Ding. Weil wir brauchen keine weiteren Tränke mehr. Aber wir können noch mal eben die Äpfelis machen. Obwohl wir machen 5, ja. Ich möchte einen übrig lassen, um die zu stacken. Ich lerne aus meinen Fehlern, ich muss die stacken. Stacken, stackeli, stackeli. Und wir müssen jetzt immer noch Schuhe finden. Also wir brauchen noch 4 plus 8 gleich 12, Leute. Mathe-Genie, on fleek, on gut. Da ist noch Gold gewesen, ist mir aber egal. Wir hüpfen mal hier oben rum. Wir brauchen nämlich eher jetzt gerade Diamanten. Wir haben 13 Äpfel, das reicht. Wir bekommen von den Toten auch noch Diamanten, wenn wir jemanden töten sollten. Und dann passt das schon. Mehr will ich gar nicht machen. Hasta la Pasta schon. Oh, na jetzt eine Pasta. Alter, jetzt eine Pasta wäre mega. Irgendwie so Nudeln wäre mega, Alter. Mega. Gut, wir haben noch weitere Blöcke, aber hier oben ist nur Soul Sand, der uns ganz so slowly macht. Da geht's auch nicht so richtig rein. Ich verstehe das gerade nicht. Es ist kacke hier. Wir müssen, ich hoffe, dass wir da drüben in dem Minütchen jetzt noch Diamanten finden werden. Wir brauchen noch ein paar. Ach, hier war ich schon mal, oder? Aua. Hier war ich, glaube ich, schon mal. Aber das sind noch Diamanten. Gut. Ja, komm schon. Diamanten. Reicht das? Nee, oder? Ich glaube nicht. Wir müssen, glaube ich, noch mehr Diamanten finden. Wobei wir mal gleich ganz kurz... Das ist auch nur Gold, da ist auch noch Wasser drin. Wir machen mal kurz so. Nein, wir brauchen noch 2 Diamanten, Alter. Wir brauchen noch ganz dringend 2 Diamanten. Schnell, hier verzaubern wir eben die Schuhe auf Schutz. Super doll, krass geil. So, super gemacht. Jetzt nochmal die Tränke nach unten. Zaubertisch mitnehmen. Warte mal, wir lassen den mal kurz erstmal da stehen. Weil den brauchen wir nicht mehr, Leute. Glaube ich zu... Oder brauchen wir den noch? Nee. Wofür denn? Ach komm schon! Letzten Sekunden noch! Hallo? Diamanten? Da! Da, 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 komm schnell! 13, 12, 11, 10, 9. Ja, ich kann zählen, Leute. Ich kann auch schon zählen in Deutsch. 3, 6, 5, komm schon! Ja, haben wir geschafft. Super. Wir können noch ein Schwert 4 Schwert machen. Aber das wird. Ah, geil! Wir sind an der Border, es ist super. Wir können schon mal kurz, wir machen einfach 10 daraus. 1 im Sinn, 10, wunderbar. Wir brauchen Bäume, scheiße. Aber hier ist Ende der Map, es ist sehr super. Wir können jetzt hier stehen, wir nehmen schon mal einen Pre. Falls wir überrascht werden sollten, ist es sehr wichtig, dass wir den noch bekommen. Dass wir halt dann nicht trinken müssen. So, super. Jetzt mal kurz, ach da. So, Sticks. Super, so und so. Jetzt haben wir 5 Schwerter gemacht. Ne, nur 4. Super, wenn wir nur 4 Dinger genommen haben. Geil, geil, geil. Jetzt kurz so. Dann machen wir nicht das. Oh Gott, ich bin so aufgeregt, Leute. Wir brauchen ein Level erstmal. Oh, Leute. Okay, wir gönnen uns noch ein bisschen Zeit. Alle sterben hier gerade. Wir gönnen uns ein bisschen Zeit kurz. Wir brauchen die Zeit noch. Ja, ja, so. Okay, reicht. 1, 2. 1, 2. Ja, alles gut. 1, 2. Super, wir brauchen noch 2 Level. Und machen, das ist falsch, wir machen so, 1 und 2, super, Schärfe 4 haben wir inne und jetzt brauchen wir, glaube ich, nichts mehr an Sachen. Gut, Prot 1, Schärfe 4 und nochmal, da ist nämlich ein Typ gewesen, nochmal so, dass wir hier Dingens haben werden. Da unten ist einer, da unten ist einer, da unten ist einer, da unten ist er. Oh, fuck, sorry, ich habe nicht gesehen, dass du low bist.
habe ich erst gesagt, als ich schon im Kampf war. Das tut mir voll leid gerade. Es tut mir echt leid gerade, dass du low warst. Das wollte ich eigentlich nicht. Aber gut, da unten zu craften ist auch ein bisschen doof von dir, um ehrlich zu sein. Aber trotzdem, ich hab's nicht gesehen. Schärfe 5 könnten wir machen, aber nicht in 14 Level. Das reicht nicht. Da ist ja jemand noch. Hallo? Mein Bögeli? Mein Bögeli bei der Nümeli? Ich will noch mal kurz die Dingens haben hier. Was haben wir hier gehabt? Schutz 1? Ach komm, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Obwohl, warte mal, wir nehmen es mal lieber mit, weil ich denke mir, vielleicht können wir noch versuchen, Schutz 2 zu machen. Schutz 2, Alter. Prot 2, Full Prot 2. Wir stellen uns mal hinter das Wasser, also vor dem Wasser ans Map-Ende und haben noch zum Glück einen Amboss dabei gehabt. Und jetzt machen wir peu à peu raus und wieder rein. Also bevor wir uns ganz ausziehen, ne? Hier, Beziehungstipps mit Doms. Nie ganz ausziehen, Leute. Immer erst peu à peu ausziehen. Damit die Spannung bleibt. Und zuletzt das Höschen. Und bitte die Socken ausziehen. Vor allem beim Sex. Gut, da ist... Da waren noch zwei unten, ne? Ja, ihr Camper, ihr kleinen Camper liest da unten. Aber den hole ich mir noch. Den hole ich mir noch. Dich hole ich mir noch zum Frühstück oder so vielleicht. Aber da oben ist auch noch einer. Ja. Warte, so einen Hit gegeben. Und da ist die Angel natürlich, Leute. Ja, aber wir machen das ganz gut mit den Angelhits, mit dem Bogenhits natürlich. Aber guck mal, wie er jetzt schon die Angel nach... Ich hör auf zu meckern, aber er kommt jetzt schon mit der Angel und will mich schon hitten, bevor ich überhaupt in der Range bin. Wir können einfach, wir müssen mit Turns arbeiten. Wir müssen halt mit vollkommenen Turns arbeiten, aber du hast halt keine Chance. Du merkst es selber. Gegen eine Angel, ich turne halt nur und kann halt nichts machen, weil wenn er die Angel so spammt, da habe ich einfach keine Chance. Und das ist einfach ein bisschen so, weiß ich nicht, mit so einem verlängerten Schwanz ist einfach kacke so. Spiele einfach mal, egal, ich hör auf zu meckern. Pstomm, mich aufregen. Lass mir wieder Hate-Kommentare irgendwie. Da kann ich abstauben. Aber nein, Dom, lass es lieber sein, bevor du Hate-Kommentare bekommst, weil du abstaubst. Ich lasse euch mal da beide allein, ne? Macht ihr mal euer Ding so. Ich will noch mal gucken, was der Typ da unten gleich macht. Bei der Schlucht, wenn er noch da sein sollte. Kämpfen die jetzt eigentlich, die zwei? Ja, sieht so aus, ne? Sind noch beide voll? Habt ihr jetzt gekämpft oder nicht? Ja, ich mache ja schon Abgang. Hier, könnt gerne euer Ding machen, liebe Leute. Macht ihr mal euer Ding. Ich wollte mich nicht einmischen und nur gucken, wie low ihr seid. Ihr wart ja noch beide full. Das war ein ganz komischer Kampf zwischen den beiden. Die waren irgendwie beide nicht so richtig halbgar. Irgendwie hatten die sich fünfmal gehittet, aber irgendwie mit der Angel wahrscheinlich. Ich hör auf. Dom, hör auf, über die Angel zu lästern. Oh, es macht mir so Spaß. Es macht mir so Spaß, Leute. Okay, gut. Wo ist der Typ jetzt unten in der Schlucht? Bist du noch da? Bitte noch da, liebe Leute. Bist du noch da? Ich sehe ihn nicht. Mehr ist, glaube ich, weg. Kann das sein? Ah, nein. Guck mal, wer der ist. Lol, hier ist ganz viel Stuff rum. Lol. Wir nehmen mal ein paar Sachen auf. Vor allem die Äpfel. Hallo? Der ist da drin. Eingemulmt. Aber sonst ist hier niemand mehr, oder? Da vorne ist jemand. Hi. Also da vorne ist jemand, aber ich höre ja, glaube ich, wenn er ankommt. Jetzt können wir den mal hoffentlich runterhitten. Na, komm schon. Oh, er ist da. Oh, shit. Den habe ich nicht kommen sehen. Der war auf einmal, war er da. Auf einmal war er da. Das ist ja noch besser als der ADAC, ey. Du bist ja schneller als der ADAC oder als die Pizza, die ich bestellt habe. Also, welche Pizza bestelle, braucht immer so lange. Eigentlich nicht, meine Pizzeria ist sofort nebenan. Heißt, wenn ich bestelle, ich könnte einfach nur einen Meter rausgehen, aber ich lasse mir das liefern. Die müssen auch denken, so, Junge, warum? Warum? Ey, ich bin Gamer. Ich laufe nicht. Oh, da oben ist einer. Wir müssen nochmal kurz einen Trank nehmen, vor allem gleich mal. Das war jetzt eine dumme Aktion, dass wir da irgendwie dummerweise dumm waren. Aber das wird noch. Ich sag's euch, wir gewinnen die Runde. Ich will den Daumen nach oben von euch haben. Man muss eben auch, ich glaube, ich bin ein relativ cleverer Spieler. Ich weiß, wie man clever spielt. Das kann ich, glaube ich. Okay, wir gehen mal nach oben. Es leben noch 5 Spieler, mit mir 4. Also ohne mir 4. Da ist einer.
Den könnten wir, ja, nochmal kurz einen neuen Trank, aber wir könnten den von hinten vielleicht absnacken, so einmal kurz anhitten. Ich meine, sorry, aber irgendwann muss ich auch mal draufgehen, so ein bisschen. Hallo, na, hier bin ich. Na, was geht bei dir? Den bekommen wir aber normalerweise. 9 Herzen, 6, 2 und down. Er hatte Enderperlen dabei. Haben wir die aufgesammelt? Ich hoffe es, wir haben zumindest 41 Äpfel. Deswegen immer ganz wichtig, Gold und Äpfel und so zu haben. 46 Gold haben wir auch noch. Und ich crafte mir erstmal nochmal neue Äpfel jetzt. Bevor ich das vergesse oder bevor meine 41 Äpfel weggehen irgendwann mal, machen wir einfach nochmal neue. 46 Äpfel ist super. Da können wir ein bisschen so mit rumgehen. Es leben noch 4. Super. Und ja, da ist nichts mehr drin gewesen von Interesse. Wir müssen halt jetzt leider mit drauf gehen. Es bringt halt nichts hier. Ach, guck mal, der ist aber full life. Also ich staube nicht ab, der ist full life. Und der hat eh eine Angel. Okay. Ah, ist der von eben wieder? Der Typ da. Ist der von eben wieder? So, den holen wir uns aber auch nochmal hier hoffentlich. Ja, komm, stirb doch. Super, erst down. Und der letzte mit Verbrennung. Wir müssen also im Wasser kämpfen, mehr oder weniger. Wir müssen also im Wasser kämpfen. Aber Wasser ist auch kacke. Es ist kacke, aber er hat wenig Herzen. Ich aber auch, aber er auch. Er auch. Komm schon! Komm schon! Bogen! Yes! Victory for Uwo-Wo-Wo-Wo-Sas. Ich hab die Runde gewonnen, Alter! Ich hab die Runde gewonnen. Uwo ist Hacker. Ja, ich bin Hacker. Ganz, ganz klar, Dayfat. Ich bin ein richtiger Hacker, ey. Dankeschön fürs Zusehen. Daumen nach oben. Muss jetzt drin sein. Bis zum nächsten Mal. Und auch wieder ohne Angel gewonnen. Es geht nämlich auch ohne Angel. Haut rein, macht's gut. Bis dann. Tschüssikowski.